Ja, ich will mir da nicht viel vormachen. Also es war uns im Prinzip ja klar, dass wir heute nicht als Favorit in das Spiel gehen, sondern der Underdog sind, was halt allein dadurch gegeben ist, dass Worms in der Regionalliga spielt, wir in der Gruppenliga. Für uns ist es aber ein ganz guter Test, weil wir halt auch ein paar ambitionierte Spieler haben. Und das war für die halt heute auch ein Spiel, was quasi auch dem einen oder anderen zeigt, wo er halt steht. Und dementsprechend war das jetzt nicht wirklich überraschend für uns. Ja, ist ja klar, dass wir uns, eine Woche sind wir jetzt im Training, haben versucht, gegen einen sehr guten Gegner, Regionalligist, das Spielfeld eng zu machen, in die Zweikämpfe zu kommen und versucht halt die Räume zu schließen. Aber gegen guten Gegner ist das nicht ganz so einfach. Hat man heute über Strecken gesehen. Teilweise haben wir es auch ganz gut gemacht. Aber natürlich hatten wir nicht vor, 8 Stück zu kriegen. Klar, man hat heute gemerkt, dass wir gerade läuferisch, konditionell noch einige defensiven Lücken haben, dass wir nicht ganz in die Zweikämpfe gekommen sind, so wie wir es wollten. Dann haben wir mehr Platz dem Gegner gegeben und da wollen wir natürlich dran arbeiten, das ist ja ganz klar. Wir haben jetzt ein paar Automatismen einstudiert in den letzten 2,5 Wochen und dann eignen sich solche Tests immer ganz gut, um Abläufe zu festigen. Im Optimalfall dann auch mit Toren abzuschließen. Und das hat heute relativ gut funktioniert. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich berücksichtigen, dass die Jungs jetzt relativ viel Trainingsinhalte in den Beinen haben. Und das hat man dann hier und da heute dann schon gesehen. Ja, klar, wir haben eine super Truppe zusammen. Das liegt auch daran, dass wir den Großteil der Mannschaft gehalten haben von letzten Jahr. Einige sind ja jetzt schon ein paar Jahre hier und deswegen bei uns ist etwas am Entstehen und das ist sehr, sehr positiv. Trotz unserer kleinen Mittel geben wir alles. Wir haben jetzt in den letzten, also ich bin jetzt mein 4. Jahr hier und gerade in den ersten beiden Jahren sind wir zweimal abgestiegen. Letzte Saison haben wir dann eine überraschend gute Runde gespielt und klar wollen wir da wieder angreifen, aber zunächst muss das Ziel sein, dass wir erstmal unsere Punkte sammeln und dann gucken wir, wo es hinführt. Und ich würde gerne das gute Ergebnis aus dem letzten Jahr bestätigen, aber da muss natürlich alles passen, so wie im letzten Jahr. Da hat sehr, sehr viel gepasst. Vor allem die Teamchemie muss wieder stimmen und das muss sich entwickeln. Ja, ich habe die Woche schon ein Interview gegeben bei der Torgranate und uns ist halt erstmal wichtig, nach der letzten Saison, wie gesagt, die jungen Spieler halt auch mit einzubauen, weiterzuentwickeln, darüber hinaus halt dann auch eine schlagkräftige Mannschaft halt auch zu formen. Es ist zwar ein großer Teil geblieben von der letzten Saison, es ist aber so, dass halt natürlich auch einige Mannschaften in der Gruppenliga dabei sind, die finanziell, sag ich mal, gut dastehen und da halt auch einiges eingekauft haben. Also ich denke mal so, nach den ersten 3, 4 Spielen kann man dann sehen, in welche Richtung das halt geht. Wir würden halt ganz gerne erstmal Punkte gegen den Abstieg sammeln und alles, was on top ist, ist halt natürlich ein schöner Bonus. Unser Saisonziel ist bei Omazia Worms immer erstmal die Klasse zu halten. Wir spielen jetzt noch einen Test gegen FK Pirmasens. Das ist ja die gleiche Liga. Fahren jetzt nächste Woche nochmal ins Trainingslager, werden da eventuell auch nochmal kurzfristig einen Testgegner haben. Aber der entscheidende letzte Test ist in 2 Wochen gegen Pirmasens.